Hallo, wunderschöner Mensch am Bildschirm. Du siehst Markus und Casey mal wieder. Und heute sind wir zum zweiten Mal auf dem Weg ins Südtiroler Stübel, was ja bekanntlich von unserem Paul und seinem Daddy betrieben wird. Und es ist ja eine Weile her, dass wir das letzte Mal da waren. Und deswegen gehen wir heute nochmal gucken, was sich da so verändert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid mal wieder mit dabei und wir sehen uns dann gleich, wenn es heißt Tschüss Auto, hallo Stübel. Hallo, da sind wir angekommen im Stübel. Einen schönen großen Südtiroler Adler haben sie an der Wand. Ich würde sagen, wir nehmen mal gucken. Okay. Hallo. Ja. Lackiert und alles abgeschliffen. Da kommen jetzt noch drei oder vier so eine Lampe rein. Arbeitest du etwa? Nee. Wir wollen jetzt erstmal die Wände komplett wasser. Bis runter. Diese drei halt neuen Toiletten. Dafür noch ein Klo. Für die Ladies. Tja, liebe Freunde, sag mal, was sollen wir denn hier zur Eröffnung die Bude gleich mal in Schutt und Asche legen wieder? Ein schönes Konzert machen. Nicht? Okay. Was haben wir hier gemacht? Was du hier zum Beispiel siehst in dem Raum, das haben wir zusammen mit Zorzi gemacht, aus Südtirol. Wir haben hier einfach Holz auf dem Sägewerk geholt, haben das ein bisschen abgehobelt, lasiert und haben das eben fachwerksmäßig so richtig schön hingestellt. Es steht komplett alleine für sich. Da ist also nirgendwo an der Wand verankert. Das ganze Fachwerk steht alleine für sich. Ja. Die Decke sind ganz normal abgehobelte Bretter, die nicht besäumt sind, sondern nur die Reihen, die Borke ein bisschen abgekratzt, damit sie neben dem Suppenteller fällt, wenn jemand ist. Ein schönes Dach über den Tresen haben wir gemacht, falls man drin ringet, dass wenigstens der Tresen steht, trocken bleibt. Ja. Fußboden ist auch nagelneu, alles mit Holz, alles Kieferndielen, also richtig Holz. Die haben wir alle schön auf bayerischen Putz gemacht und dann richtig schön mit Glanzlatex gestrichen, dass man das noch abwischen kann. Das meinst du, Ende dieser Woche, wenn die Möbel hier teilweise stehen. Ja. Ich glaube, mir kommen die Tränen nicht jetzt nicht. Ja. Es ist wirklich so, jeder Stuhl ist ein Unikat. Die sind alle handgefertigt, jeder Tisch ist handgefertigt. Es kommt nicht aus einer Firma, wo alle Produktion Massenproduktion ist, sondern alle handgefertigte Möbel aus Kiefern. Und ich kann dir auch sagen, welche Kiefer? Du hast du dabei. Beim Essen, du auch, so, XXL-Restaurant, ja. König in Mars. Und genau die gleichen Möbel kommen hier hin. Da habe ich im Internet gesucht, wie verrückt. Und habe jemanden gefunden, der sie herstellt, in Ungarn. Und habe sie dann bestellt. Essen gibt es mit Sicherheit zwei, drei Gerichte. Es gibt eine Lammhaxe mit Knödel. Es gibt eine enorme Rostbrädel mit Zwiebeln und Bratkartoffeln. Saisonmäßig wird Schnitzel mit Spargel geben. Weihnachten natürlich, logisch, gibt es natürlich das Gänsekeule mit Knödel und Rotkraut und Grünkohl. Kaiserschmarrn gibt es auf jeden Fall auch, aber nicht aus dem Tetra-Pack, sondern den machen wir auch hier selbst. Hirten-Makaronis wird es geben. Ein Riesentestessen. Einmal habt ihr schon gekostet. Einmal durftet das. Vielleicht können die Leute ja die alle so mal anfassen, weil das ist alles geschnitten mit Holz, mit der Säge von Philipp Burger. Philipp Burger war der Einzige, der eine große Kreissäge hatte, die mehr als 12 cm schneidet. Und deswegen hat Zorzi die ausgeliehen von Philipp Burger aus seiner Zimmerei und hat sie mit hergebracht und haben wir jeden Schnitt mit seiner Säge gemacht. Du darfst dann irgendwo mal in der Ecke spucken, da haben wir von Markus. Ich mach hier so. Den Speicher. Genau. So.
So, ja. Einmal mit dem Finger angelegt. Also nicht ab. Ja. Alles Markus Hammer. Freut euch einfach drauf, wenn es fertig ist. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr dann alle hier seid und mit uns gemeinsam Bier trinkt. Haut rein, Jungs. Und wir bringen vielleicht die Akustikgitarre. Genau so ist es. Unbedingt. Unbedingt. Auf jeden Fall zur Eröffnung. Das muss sein. Genau. Schreibt mal in die Kommentare. Ihr dürft die Setliste aussuchen oder so. Schreibt mal, welche Songs wir spielen zur Eröffnung. Zum Beispiel. Das wäre eine gute Sache. Genau. Genau. Auf Wiedersehen. Und ciao. Vielen Dank. Ciao. Bing. Ja, das war unser zweiter Besuch im Südtiroler Stübel. Und und wenn das hier mal fertig ist, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch hier mal von uns ein Unplugged-Konzert wünscht und welche Bands dann noch mitspielen sollen. Also in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Voraussichtlich irgendwann im November, wenn wir im K17 gespielt haben. Bis dahin, haut da rein, auf Wiedersehen!